Ja, es geht weiter. Komm schon, Char. Pilzgefährte und Bubblehead Boy werden die Wyvern schon erledigen. Sind keine Drachen, also habe ich keine Angst. Ich habe einen Eseltritt gemacht in der Luft. Weil Mule Kick. Zwischendurch ist das Spiel so extrem leise. Nichts. Keine Geräusche. Das ist bei manchen Spielen anscheinend, dass zwischendurch einfach keine Musik nirgends ist. Und dann wieder mal Musik ist. Aber keine Ahnung, warum das so extrem leise ist. So viel Musik habe ich noch nicht im Schlepptau. Instrumentalmusik gemacht, dass ich das vorspielen kann mit Musik. Das riecht doch nach einem Hinterhalt. Riecht das? Eindeutig Hinterhalt. So ruhig. Oh, das ist was. Eine kleine Dot. Ich sollte wahrscheinlich einfach nicht das ganze Geld looten. Früher wurde ich schön genannt, jetzt wieder hässlich. Oh, schlaues Ding, es hat einfach ab. Ein Robot-Schwindler. Das war kein Donnerruf. Ich will was anderes runter vorgestellt. Und der Donnerruf. Oh, du wirst das wieder rübergehen. Was gibt's da drüben aber? Karte. Ich will darüber. Ich will darüber. Er wird niedergepurzt. Keine Sorge. Mir Schaden macht. Der Pisser das letzte Worte gesagt. Naja, das ist typisch. Das ist natürlich typisch Borderlandsen. Nichts getroffen. So. Gutes AoE Damage hier. Sturmgewehr macht gut Schaden. Meine hässliche Nase. Die ist doch gar nicht so schlimm. Nein, Pilzgefährte, nicht sterben. Nichts war schön und alles tat weh. Ja, so ist das normal. Kobolde brauche ich mehr Feuer. Ich werde dich heimsuchen, wenn ich oh, Kriegstroll. Oh, die Waffe macht gut Schaden. Schaut euch die Crits nur an. Ich das hätte kommen sehen müssen. Natürlich hättest du das mit mir anlegen. Todesurteil. Wo ist die? Da ist die gute Loot. Naja. Nichts Violettes halt. Oh, ich brauche was Violettes. Nur gute Sachen. Nur gute Sachen. Dann nehme ich einen weißen Rucksack oder Kleidung. Ich glaube, ich kann gleich zurückrennen zu den Automaten und verkaufen. Wenn ich hier im Alleingang aufgeräumt habe. E-Stack. Nichts. Das schaut nach einem schnellen Weg zurück aus, wenn ich es gerade so sehe. Kann ich Leitern benutzen? Wahrscheinlich nicht, oder?
Oh. Man kann Leitern benutzen. Das überrascht mich. Das ging in anderen Borderlands-Spielen nicht, oder? Ich sehe einen Parcours. Das hat doch was. Warte mal. Jetzt was? Was? Das andere ist wahrscheinlich einfach ein Fallschaden. Gut. Oh, es ist so ruhig wieder. Es ist so ruhig gerade. Rennen wir einfach weiter. Wir sollten genug Inventarplatz haben, dass wir nicht sofort jedes Mal zu Automaten rennen müssen. Ups. Eine undurchdringbare Barriere. Pech für die Kobolde. Naja, wir haben es versucht. Komm schon, Valentine, das kriegen wir raus. Das ist nur so eine Art Rätsel. Bingo, Dingo, Freddyleinchen. Aber wir haben schon drauf geschossen und was Schweres draufgehauen. Mehr fällt mir nicht ein. Ist hier Magie im Spiel? Und wie? Die Mysterien der scheinbar undurchdringbaren Barriere wurden euch offenbart. Und was nun? Wir folgen halt den Leylinien. Leylinien. Bleibe hier und behalte die Barriere im Auge. Natürlich. Ja, bleib hier. Ich mach das. Oh, und alle Kobolde, die für Vorkana arbeiten, dürfen getrost getötet werden. Sie sind Verräter aller Kobolde und haben genau das verdient, was sie kriegen. Ihr seht ein riesiges... Was auch immer du gerade gemacht hast. Die Barriere ist schwächer. Mach das nochmal. Nichts für ungut, aber diese Maschine wirkte etwas zu kompliziert für Koboldwerk. Also, das tut echt weh. Seltsam stimmt. Aber ja, es muss das Werk des schändlichen Trollorakels sein, das dem schändlichen Vorkana mit schändlicher Magie dient, um schändliche Maschinen zu bauen. Schändlich. Kapiert. Mhm. Natürlich, was sonst? Ja. Vor euch steht noch ein magisches Gedönsgerät. Ab damit nach Schmetterringen. Schmetterringen? Okay, ja. Ich habe es gemerkt, als ich es gesagt habe. Das für Sniper. Doch, so. Wenig Muni. Gut. Vielleicht die behalten und upgraden. Sonst gebe ich sie ins Tresor rein. Ins Tresor. Ist, ich werde schon. Der ist gefährlich. Ach, Sniper ist gut. Aber es hat keine Muni. Das Serben. Jetzt höre ich ein bisschen Musik. Ich bin dein Untergang! Ah ja, da ist auch dein Untergang. Hab dich suchen müssen, Untergang. Ob das Feuer SMG kann ich auch in das Ressort geben. Das macht auch schönen Schaden. Ah. Und jetzt ist wieder ganz leise. Keinen Hintergrundmosaik. Die Barriere ist unten. Das ist unsere Chance. Komm wieder her.
Nein. Nein. Muss. Okay, looten. Dann los. Es passiert wirklich. Zeit, meinen Nasenring zu verdienen. Nichts hier. Ich hätte doch die Loot. Mist. Mist. Wand sagt nein. So leise, ja. Nase lügt nicht. So sehe ich, wie viele Plätze bedeckt sind. 22 von 45. Wir haben genug Platz. Deswegen wird in Loot reingesteckt, dass ich mitnehmen kann und nicht die ganze Zeit hin und her laufen muss während diesem Blaze. Let's Blaze. Hey ho, Kobold, let's go. Packen wir es an! Es ist ein Orakel! Phase von Operation Grüner Traum. Ich habe ein paar KOTZ-Poster und eine Flagge in der Nähe deponiert, als ich vom Berg vertrieben wurde. Hol sie! Wenn du die Poster hast, musst du in den Berg und sie überall verteilen. Die Kobolde müssen sich unserer Sache anschließen, solange ihr Wille nicht von den Zuchtmeistern gebrochen ist. Hast du mich betrifft, um eine Nebenoperation kümmern. Wir treffen uns später. Wütenden Troll! Das ist eine Revolution! Gegen die Unterwelt! Macht ihr los! Wohin, Kobolde? Macht mich nicht wütend! Ich hab sich ausgepillt! Oh, ich mag's doch nur die ganze Zeit. Ah ja, das Feuer SMG. Der malt doch nur die ganze Zeit da rum. Noch vielleicht später. Mit die Loot. Alles hier. Also das war zu weiß. Wie geht. Was haben wir sonst noch hier? Nur Muni. Ah, Leben, wenn dann. Es war mindestens ein Piss-Joke schon zu viel. Mindestens einer. Ach ja, bitte. Ich hab dich schon immer gehauen. Du hast da was Eckiges. Ja, ein Bild. Gefährten, das ist eklig. Wir arbeiten dann eben einfach weiter, das sind gute Leute. Duftmeister, Spinneroonie. Was haben wir hier? Da war es violettes. Drehschring des Pechvogels. Rechtsausrüstung. Lass mal, dass ich sowas sehe. Hoffentlich heulst du, wenn ich dich töte. Das ist doch echt fies. Bisse. Wird gelootet und ausgerüstet und nicht geholfen. War was Neues hier? Magus des Turms.
205. Ja, ist egal. Drei Schrecken des Pechvogels habe ich denn jetzt nicht. Den will ich haben. Was Besseres? Nein. Aber was Besseres? Nicht wirklich. Und da glaube ich auch noch nicht, wenn ich das Violett habe. Wo ist mein Kleidungsstück? Heroische Statue. Das habe ich bekommen. Und das Spiel ist wieder extrem leise. Gemaule, aber keine Musik. Erst einmal. Im Notfall muss ich Musik da und leiser und lauter stellen. Jetzt habe ich ganz leise Kristalle. Ganz leise Kristalle. Soundeffekt des Waffengeräusche. Ganz leise. Hey, Cha. Nicht. Wolltest du nicht mir sagen, dass irgendwas nicht passt? Finde den Baden, triff allein. Finde Cha. Ich hab ihn gefunden. Er wird mich nicht spielen. Mist. Was? Dich nicht mögen. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Musik. Gut, wenn dann. Ah, die ist schon besser. Anscheinend muss ich mich ziemlich viel herumspielen dann mit den Einstellungen, dass ich das Richtige treffe. Und schauen, dass ich so schnell wie möglich wechsle, falls was zu laut ist. Kobold! Meldet sich ab! Ja, aber wenn, dann machst du keinen Pisswitz. Viel besser als Pisswitze. Sehr schön. Da ist schon ziemlich voll. Ich wollte Automaten. In the Jar. Ich könnte schwören, ich habe ihn gerade gesehen. Ohne Bedrängnis. Ah ja, okay. Zurück an Arbeit, faule Kobolde! Sonst ich euch töten! Was für eine Drohung. Jetzt werden alle zittern. Gute Explosion. Kommt her, kleine Kobolde. Es ist toll. Ich sehe nicht, was abgeht, aber ich schieß mal rein. Danach wird das jetzt. Aui. Er hat Granaten, wie es ausschaut. Das war knapp. Dachte schon, der zieht mir das Grün von der Pelle. Eine Axt. Es ist wohl an der Zeit, dass meine kleine grüne Freundin selbst kämpft. Mein Gürtelgefährt ist down. Nein! Ich habe was für dich. Was? Was ist das? It's a weapon of mass destruction. Thor's Axt. Bye, Ogre. Eine Waffe. Schau, ich habe zwar KOTZ-Ausbildung, aber ich habe noch nie wirklich gekämpft. Du hast Feuer in dir. Versuch es. Du bist bereit. Okay, wenn du meinst.
aber zuerst ist es an der Zeit, die Höhlen für den glorreichen Widerstand zu beeinspruchen. Hisse die KOTZ-Flagge! Flagge! Ach, ja. Vermassle es nicht. Hört mich an, Mitkobolde. Die Revolution ist da. KOTZ ist hier, um euch von den Fesseln des falschen Gottes Vorkanalkanal zu befreien. Vorkanal muss sterben. Die Ketten der Unterdrückung abschütteln. Wie schaltet man das Ding ab? Die Ketten der Unterdrückung. Es schreit jeder über jeden drüber, macht was es auch wert. Und sie sind alle weg. Bereit für die nächste Phase unserer Operation? Oh, I'm ready. Ich habe umgesehen und im Dorf am See einige politische Gefangene entdeckt. Wir müssen sie befreien. Let's go. Bevor ich mir es anders überlege und einen Automaten suche, sehe ich auf der Karte, wo welche sind. Vor mir vielleicht, direkt neben, direkt vor mir. Direkt vor mir sind Automaten, direkt vor mir sind Automaten, direkt vor mir sind Automaten, direkt vor mir sind Automaten. Das ist eine Loot-Truhe. Da ist es. Bist du bereit? Nein, ich brauche Automaten. KOTZ-Gefangenen befreien. Und das Automaten. Die Trollwärter sind echt zähe Knochen. Ich komme gleich nach. Kämpfe weiter, Champion. Hier ist es wunderschön. Seltsamer Ort für ein Gefängnis. Ja, voll schlimm, oder? Die Schönheit der Natur, Sonnenschein, frische Luft. Sonnenschein? Oh. Ups, Gefangener. Ich rette mich selber. Das will ich gar nicht beurteilen. Aber ich glaub's dir aufs Wort. Hopp, nein. Ein bisschen Unterstützung wäre schon nicht schlecht, Kleiner. Leben oben gewesen? Nein. Okay, okay. Posen mal da. Was haben wir hier? 165. Gift. Gift ist gut, aber ich brauche meinen Sniper wieder, bis ich es leer geschossen habe. Okay. Ich habe die Musik auf Maximum gedreht, dass man es hört ein bisschen. Was auch immer du gerade warst. Nur grüner Schrott. Nicht interessiert. Ja, das wird die den verlorenen Beute aufgehoben. Oh, seht ihr die Dinger? Was seid ihr denn Schönes? Und der Fisch. Oh, das ist cool. Das gefällt mir. Hammerkopf. Oh, ich will ein Haustier. Ich will so ein Haustier. Ja, das will ich. Der zappelt nachher noch rum. Oh, ist das cool. Oh, ist das cool. Oh.
Also. Ach, oh, das ist riesig. Da wird doch irgendwo ein Automat sein, oder? Ach du. Ist das riesig, ob ich da runterhupfen kann? Oh, verdammt riesig hier. Ich spekuliere mal auf rechts oben, aber links oben hier. Automaten. Komm schon. Automaten. Nein. Vielleicht ein bisschen. Ein bisschen Automaten. Das schaut nach Gefahr aus. Die Automaten kriege ich doch. Sie sind hinter mir her. Ich weiß nicht, ob ich sie abschütteln konnte, aber ich kann nicht mehr. Ich muss kurz durchatmen. Wer auch immer das hier findet. Du Glückspilz. Ah, mehr Loot. Ich bin doch schon voll. Ah, den muss ich fast mitnehmen. Okay, es werden Sachen gedroppt. Und hoffe mal, dass irgendwo... Was mache ich hier? Ablegen, 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 ablegen. Und wieder Platz für neue Sachen. 201. Ah. Ich bin überlootet. Kein Automat in der Nähe. Sportlens. Typisch Sportlens. Okay, machen wir die Mission weiter. Warum mir die Augen zufallen? Hm, schreckst mich. Kann ich schon weiter? Nein. Wird gerade gebraucht. Mehr Loot. Natürlich, was sonst? Hey! Ich muss schnell irgendwo hin, wo es dunkel und feucht ist. Ach, warum feucht? Kann es nicht nur dunkel sein? Reicht dunkel nicht? Wenn wir es feucht auch noch haben. Das ist ein fettes Ding. Ich will doch nur Automaten. Irgendwie gefällt mir die Pistole. Macht doch guten Damage. Man trifft gut damit. Hat was die Pistole. Und die gute Waffen hier jetzt. Ich sehe mehr Loot da oben. Das Einzige, was ich gerade nicht brauche, weil ich schon zu viel davon habe. Ah, wie bekomme ich es? Leider, ich sehe es. I say it. Don't you worry. Die Chancen steigen. Gut aus. Ich glaube, das war besser. Eine Höhle. Warum ist die Musik gerade auf einmal so laut? You're freezing to death.
Flatsch und das Snapper ersetzt, was so gut ist. Das ist auch noch neu. Das war der RPG, oder? Brauchen wir gerade nicht. So. Oh, wie viel Loot wollte ich ihm noch geben? Ich glaube, das kann ich nicht mal ausrüsten. Oh, Automaten. Geschafft! Und die Gefangenen sind endlich in ihren feuchten Löchern in Sicherheit. Oh, ich vermisse mein feuchtes Loch. Aber es gibt noch was zu tun. Ich dachte mir, dass da irgendwo ein Automat ist. Das gibt's zu tun. Ja, ich bin voll Loot. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Ihr wisst doch eh, dass ich Blutgeil bin. Ich hab sie nicht mehr alle. Meine Erinnerungsschusser, mein ich. Hilfst du mir, sie zu finden? Ich war auch mal eine Heldin. Und dann hast du einen Pfeil ins Knie bekommen, verstehe. Glaub ich. Oh, muss Sachen verkaufen. Muss werden. Was war das jetzt? Nein. Okay. Ist noch was Interessantes hier? Ich höre Unmengen an interessanten Sachen. Aber wir brauchen nur eins. Das ist wieder so leise, das Spiel. Oh. Du! Ich spreche gerne, Hälse. Ja. Worum geht's? Der Schmiedemeister dieser Schmiede, Meister Tonhammer, ist mit einer Lieferung unterwegs. Und ich muss in seiner Abwesenheit magische Ausrüstung schmieden. Aber ich habe ein wenig bei meinem Lebenslauf geschummelt. Ich kann keine magischen Gegenstände schmieden. Aber ich weiß, dass man magisches Erz braucht. Schnapp dir die Spitzhacke, bau Erze ab und verteidige dich gegen wilde Tiere, während ich die schweren Aufgaben übernehme und die Schmiede vorbereite. Du hast alles. Jetzt raus zur Mine. Das magische Erz baut sich nicht von alleine ab. Da ist die Mine. Verdammt! Meister Tonhammer hat sie verschlossen. Du kannst doch Schlösser knacken, oder? Ist das was wir tun können in diesem Spiel? War logisch. Geknackt, Lehrling. Und jetzt weißt du, was du mit der Spitze drauf hast. Gut aus. Gute Kunst. Wollen wir uns mehr Loot, obwohl wir keinen Platz. Ah, nein! Ich darf das gleich anschauen. Ah, ich glaube, ich renne einfach zurück und verkaufe meine Sachen. Das klingt nach einem besseren Plan. Gehen wir Richtung Weltrand hier drüben und hoffen, dass wir runterhupfen können. Ah. Wird doch irgendwo ein Automat sein, oder? Wir gehen wieder rechts rauf rüber. Vielleicht ist da oben ein Automat. Nicht mehr reisen. Nein. Ein Automat. Das wäre das Wahre jetzt. Irgendwo doch. Gib mir den Automaten. Bereit für die nächste Phase unserer Operation? Als nächstes müssen wir die Produktionsmittel ausschalten. Sie zerstören. Dann merkt Vorkana, dass wir es ernst meinen. Komm schon, hier lang. Oh, good job. Aber wo ist Automat? Wo ist der Automat? Bring mich zum Automaten. Ich habe einen Experten für gewaltfreie Deeskalation gesucht. Und da bist du. Komm her, Schätzchen. Gewaltfrei? Naja. Mein Name ist Bench.
meinem Dorf haben wir einige Probleme mit dem hiesigen bösen Zauberer Baldar, dem Garstigen. Ich weiß, dass du uns helfen kannst. Gib mir 10 Minuten, dann hat er ein Loch im Schädel und eure Probleme sind gelöst. Nein! Unser Dorf hat schon zu viel Gewalt erlebt. Wir wollen eine friedliche Lösung. Bring ihn dazu, uns in Ruhe zu lassen. Kein Morden? Klar, kein Problem. Ein bisschen Morden vielleicht. Ein ganz kleines bisschen Morden. Das stört doch keinen, ein bisschen Morden. Oh, gewaltfreie Lösung. Da ist schon wieder eine Lootbox oben. Oh, ich habe keinen Platz. Ich habe doch keinen Automaten. Ja. Mein Lieblings. Also, die Produktionsmittel sind auch ein Motor der Unterdrückung. Also, weg damit! Ich sichere uns den Weg, indem ich die Brücke runterlasse. Wir treffen uns dort. Endlich. Endlich. Das kann ich gebrauchen. Kann meine Blut loswerden. Ich nehme dir etwas Last ab. Danke. Alles, nimm alles. Feuerrate Schutz. Meines. Nehme dich. Ach, was für eine Schönheit. Danke. Dafür habe ich mir extra lang aufgehalten. Das ist mein Sniper. Das kommt in die Kiste dann. Knappen der Nerven du weg. Nicht, was du da hast. Das ist die Shotgun. Die behalten wir auch noch. Und die ist auch weg. Die Feder. Und ich glaube, das war das. Explosive. Wo hast damit, du das denn gefunden? Magie ist des Turmes auch weg damit. Ja, weg damit. Congratulations, you got loot on my trash. Okay, dann werden wir zurückgehen. Looten und andere Sachen hier machen. Gewaltfreie Lösungen finden. Ha! Nicht bei mir. So gewaltvoll wie möglich mache ich das. Auf. Ja. Trash. Wie komme ich da wohl hin? Wall Running wird ja nicht drin sein. Das ist draußen. Wir fangen da. Das ist. Auch nicht hier anscheinend. Eisenerz. Das ist hier hinten. Macht man Claptrap seine Mission. Soll ich mich später umschauen. Claptrap hat Vorrang. Dann wird die Episode ausgemacht. Da gibt sie. Nein, jetzt nicht. Ich ignoriere dich. Passt. Steinbruch. Ich weiß, da drüben ist eine Leiter. Kann ich mich verfolgen? Schaut nichts aus. Was habe ich da jetzt wirklich aufgenommen? Wir durchlesen auch können. Ah, überwältiger und da Magie, Schwerfeuer des Endes. Das war's, des Endes, des Endes. Ah, das ist die Bodenfalle. Ich verstehe, ich verstehe. Jetzt verstehe ich Magie mal. Hat lang genug gedauert. Alles ist violett, das brauche ich gar nicht denken dran auszudenken. Ein bisschen Leben hier drinnen. Wow. Die Musik ist wieder ganz weg. Schneller, Lehrling! Zack, zack! Oder besser gesagt, hack, hack! Sagt man das überhaupt so? Klingt echt furchtbar!
Oh, was hat mein Feuermagie gerade gemacht? Also nicht tot. Ein bisschen schon, weil ich nicht weiß, was das Ding tut. Was hat das Ding jetzt getan? Ich brauche Testzeit. Komm, lass mich testen. Das ist lahm. Das ist lahm. Das andere wieder. Ich will das andere wieder. Das war lahm. Keine Ahnung. Wow. Fette Explosion. Dass ich davor alles verkauft habe, aber da ist eh wieder Überloot. Bin eh wieder voll. Wolkenbruch, Bogenschall des Urteils. Nächster Zauber, den ich ausprobieren kann. Okay. Wird ein bisschen schneller, wenn dann aus. Eisenerz nur. Nichts Magisches. Der Fight hier drin ist sowieso zu Ende. Ah, so viel Loot wieder. Irgendwas. Easter Egg. Nein. Warte, warte. Jetzt kann ich nicht mal meinen Zauberspruch ausprobieren. Sieht so aus, als hätten wir schon alles da verschlagen fast. Sag nicht, dass ich darauf muss. Da. Leopold hat wieder die Leopold-Missionen. Warum nicht? Sachen zerschlagen. Der Eisenerz. Das kann nur eine Leopold-Mission sein. Irgendwo mal Leben drin? Nein, auch nicht. Auch kein Leben. Okay, Eisenerz. Wo bist du, Eisenerz? Oh, komm schon, zeige dich. Oh je, nein. Das typische. Nein, ein Stück fehlt mir immer. Das letzte Stück Eisen hier, das ist untergegangen. Ich sehe es nicht. Oh. Okay. Ja, das Beste, wenn dann. Okay, Lehrling, bring das magische Erz hierher zurück, damit ich an meinem Meisterwerk arbeiten kann. Leben. Du musst die Erzstücke dort ablegen, um sie zu bearbeitungsfähigem Metall zu schmelzen. Schmelz das Erz, Lehrling. Schmelz das Erz. Lass mich machen, dann schmelze ich es. Du. Jetzt mach mir eine Waffe, Klöpfe. Nette Schwert hast du da. Jetzt muss ich meine Servomotorenverkleidung hochkrempeln und diesen nutzlosen Schrott zu einer magischen Waffe formen, die den Göttern würdig ist. Oh, das klappt nicht. Und
Natürlich nicht. Der einzig nutzlose Schrott hier bist du. Oh, der Hammer ist schuld. Meister Tonhammer hat den guten Hammer mitgenommen und das magische Erz ist zu hart für gewöhnliche Werkzeuge. Versuch du es. Benutze dein stärkstes Werkzeug. Ich schlage drauf. Ah, ich hab's für dich gelockert. Und wie jetzt gefährte, du nein. Ich hab die ultimative Waffe okay. geschmiedet. Moment, was zur Hölle ist das? Ah, wir haben es auf ehrliche Art versucht, aber es wird Zeit, deine Talente richtig zu nutzen. Spiel bessere Ausrüstung von anderen, damit ich sie als meine ausgeben kann. Wir wussten beide, dass es so enden würde. Jetzt funken wir auf derselben Wellenlänge. Wo soll ich hin? Zum Berg der Verzweiflung! Der heißt zwar anders, aber ich bin verzweifelt. Deshalb nenne ich ihn so. Nimm die Spitzhacke mit. Gutes Erz darf nicht verschimmeln. Wenn du da draußen welches findest, bring es her für ein paar Extra-Münzen. Der Berg ist voller Abenteurer, die sich verlaufen und den Level abgegeben haben, während sie magische Ausrüstung trugen. Hol dir das gute Zeug und bring es mir. Dann kann ich es als mein Berg ausgeben. Und Meister Tonhammer wird beeindruckt sein und mich befördern. Das bedeutet mehr Verantwortung, die ich dir für kaum mehr Geld aufs Auge drücken kann. Vielleicht. Gib mir den Pfannenwender. Gib ihn mir. Wenn meine Stimme sich den Untergang zu begeben. Ja. Stimme weg. Ist egal. Ach komm schon, lass mich in Ruhe. Ich will doch nur zum Automaten. So, und die Musik genießen. Genau das will ich. Warum habe ich jetzt meine Heldenstimme auf einmal? Bis zur nächsten Episode. Wow! Wo ich Claptraps Mission weitermachen werde. Peace out.